Wow, yo, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringer. Wir haben es endlich nach Ulmor geschafft und ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen gehen lassen, aber hey, sorry, hin und wieder muss das sein. Aber ich habe genug gesehen und wie ihr seht, auch genug getrunken. Ich würde sagen, wir legen los. Wiederschauen. Uiuiuiuiuiui. Hallo Disdabi. Herzlich willkommen im Lustspielhaus Bienenstock. Warum päppst du deinen Alltag nicht mit einem prickelnden, gefährlichen Stich auf? Bist du eine neue Bürgerin? Noch nicht an das wunderbare Leben hier gewöhnt? Weißt noch nicht viel über diese Stadt? Keine Sorge, ich verstehe und finde das ungemein spannend. Wie wäre es mit einem kleinen Kartenspiel zur Auflockerung, nur du und ich? Es ist ganz einfach. Du musst nur erraten, wer von uns beiden das höhere Blatt hat. Höher oder tiefer, heißt es. Wenn du gewinnst, beantworte ich dir eine Frage, egal welche. Keine Scheu. Sprich mich einfach an, wenn dir nach einem Spielchen ist. Ja, okay. Dann auf. Also, spielst du mit mir eine Partie höher oder tiefer? Was möchtest du? Misch die Karten, nicht jetzt. Wie lauten die Regeln? Ja, die Regeln waren einmal, die sind ja selbsterklärend, okay? Also, misch die Karten, Mädel, los geht's. Wie aufregend. Dann teile ich sofort aus. Wir erhalten jeweils ein Blatt aus drei Karten. Du legst eine davon offen vor dich, ich zwei. Also, was schätzt du? Ist die Summe deiner Karte höher oder tiefer als mein Blatt? Ich habe eine 3, sie hat eine 4 und da hat sie eine 7. Ich würde sagen, meine ist tiefer. Interessant, du denkst also, sie ist tiefer? Decken wir unsere Karten auf. Die Summe meines Blatts ist 16. Wie steht es um deines? Haha, 6 also. Gewonnen, yes. Wir haben eine klare Gewinnerin. Was für ein kluges Köpfchen. Die Runde geht an dich, aber warum spielen wir nicht noch eine? Sag mir Bescheid, falls dir der Sinn danach ist. Hallo, ich will endlich mal... Das war sehr anregend. Spiel doch bald wieder mit mir. Für dich reserviere ich einen ganz besonderen Platz an meinem Kartentisch. Okay, also ich muss nochmal mit ihr spielen. Klar, also. Oho, da ist aber jemand begeistert. Nö, ich will nur antworten. Wir erhalten jeweils ein Blatt aus drei Karten. Du legst eine davon offen vor dich, ich zwei. Ja, Regeln haben sich nicht geändert, wie es ausschaut. Also, was schätzt du? Ist die Summe deiner Karten höher oder tiefer als mein Blatt? Ich habe da 8, sie hat eine 7 und sie hat zusammen eine 8, dann wird mein Silber sein. Höher. Interessant, du denkst also, sie ist höher? Decken wir unsere Karten auf. Die Summe meines Blattes ist 17, wie steht es um deines? Jo, wird knapp. Verloren. Leider daneben, Herzchen. Diese Runde geht an mich. Ja. Wenn du so drollig fragst, kann ich ja gar nicht Nein sagen. Also, was schätzt du? Ist die Summe deiner Karte höher oder tiefer als mein Blatt? Tiefer. Interessant, du denkst also, sie ist tiefer. Decken wir unsere Karten auf.
Die Summe meines Blattes ist 13. Wie steht es um deines? Jetzt hoch ist nicht so. Jetzt wisst ihr, warum ich nicht in ein Casino gehe. Ich würde alles verlieren, was ich habe. Höher. Ja, schwafel nicht so viel. Ja, komm schon. Ja, Gott sei Dank. Ah, 22 also. Ah, mein Herzchen liegt richtig. Herzlichen Glückwunsch, du strahlende Gewinnerin. Mein Versprechen habe ich natürlich nicht vergessen. Also, was liegt dir auf dem Herzen? Sei nicht schüchtern. Mit Dista B kannst du immer offen reden. Du bist also ganz frisch von draußen und willst mehr über Ulmo erfahren. Dir könnte ich ohnehin keinen Wunsch abschlagen, glaube ich. Das Allerbeste an Ulmo ist natürlich, dass es von Angriffen der Sündenvertilger gänzlich verschont bleibt. Der erlauchte Erlöser wurde mit der besonderen Fähigkeit geboren, Sündenvertilger zu befehligen. Deswegen muss man sich hier niemals vor Angriffen fürchten. Wenn du mehr wissen möchtest, empfehle ich dir, mit der Schnapsdrossel da drüben zu sprechen. Adan heißt er und tut nichts lieber, als sich selbst beim Reden zuzuhören. Okay. Oh, ich habe mit dem getrunken. Oh, der mag mich. Servus, Adan. So. Na dann? Hä? Etwas über Ulmor soll ich dir erzählen? Du redest ja nicht gerade um den heißen Brei herum, hä? Ich erzähl dir gern mehr, aber einen kleinen Anreiz musst du mir schon bieten. Oh ja, ich weiß. Los, tanz für mich. Da auf der Bühne. Bring ein bisschen Schwung in die Bude. Hier ist ja total tote Hose. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch tanzen. Okay, ja. Also hier hoch, darüber. Okay, und jetzt da. Wo ist denn der Tanz? Da, tanzen so. So, zufrieden. Schwenk die Hüften, Mädel. Oh Gott, ey, ich mach mich hier zum Affen, ey. Du tanzt eine wunderbare heiße Sohle, Mistel. Unsere Bühne ist offen für alle, also, wenn dich das Fieber mal wieder packt, bist du jederzeit willkommen. Ach ja, richtig, da war ja was. Ich sollte dir was erzählen, ja? Also, setz dich hin und sperr die Lausche auf. Heute ist Ulmor friedlich. Aber bevor unser jetziger Herrscher an die Macht kam, war die Stadt im Kampf gegen die Sündenvertilger verwickelt. Ulmors Armee war der Inbegriff von Stärke und trotz dieser Schlagkraft waren die Verluste an die Sündenvertilger groß. Vor etwa 20 Jahren hat sich dann alles geändert. Da kam Lord Waldry an die Macht, der Sohn des vorherigen Herrschers. Er versteht sich gut mit den Sündenverdilgern. Sie sind uns jetzt nicht mehr feindlich gesinnt. Im Gegenteil, unter der führenden Hand unseres Erlösers sind sie zu etwas wie Verbündete geworden. Der Rest von Northrend scheint aber immer noch zu kämpfen. Ziemlich blöd, wenn du mich fragst. Ein Hoch auf Lord Waldry, unseren erlauchten Erlöser. Du hast eine Menge über die Situation in Ulmo erfahren. Teile deine Erkenntnis mit Alfinu. Aha. Eieiei. Gut. Also, eins ist mal klar. Lord Waldry ist ein Schuft. Er kann Sündenvertilger befehligen. Das kann nur negativ sein. Der kann nur Dreck am Stecken haben. Also, da gibt's keinen. Das ist sicher ein Hund. Wo ist ein Alfino?
Da ist ja die liebreizende Assistentin wieder. Bist du schon fertig mit deinem Stadtrundgang? Sieh dir gern alles in Ruhe an, es besteht ja kein Grund zur Eile. Der liebe Alfino hat auch noch nicht mit seinem Werk begonnen. Der Schönling hat sich für einen Augenblick entschuldigt, aber er ist gewiss bald wieder da. Da ist er ja auch schon wieder. Uhu. Verzeiht meine Abwesenheit. Ich hielt einen Kleiderwechsel für nötig. Ob das wohl angemessen ist? Ach du liebe Güte, einen hübschen Jungen wie dich konnte auch deine vorherige Kleidung nicht entstellen. Aber jetzt siehst du aus wie ein jüngerer Edelmann. Alfino, so liebreizend wie du bist, bringst du mich ganz in Verlegenheit. Was soll ich denn bloß jetzt nah anziehen? Was sagst du, was ist denn jetzt mit dem Porträt? Dann steht dem freudigen Schaffen ja nichts mehr im Wege. Du hast vollkommen recht, Alfino ist schließlich keine Kleiderpuppe, sondern ein Maler. Es wird Zeit, dass er mit seiner Arbeit beginnt, sonst handelt er sich am Ende noch Ärger ein. Wirklich? Ich würde gerne noch etwas mit ihm plaudern. Ich bin natürlich schon ganz gespannt auf sein Kunstwerk, aber gerade vergnügen wir uns doch so. Also, ich will dir natürlich nicht den Spaß verderben. Ich kann es nicht erwarten, endlich unser Bild in den Händen zu halten, Liebste. Aber vielleicht sollten wir ihm tatsächlich noch etwas Zeit geben. Schließlich wollen wir ja nicht nochmal so ein Desaster erleben wie beim letzten Mal. Du hast ja so recht. Und nun suchen wir zusammen ein paar Schmuckstücke aus, die meinen schlanken Hals zur Geltung bringen. Okay. Könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden. Begabung verpflichtet. Die Dame Chai legt sehr viel Wert auf das Äußere, nicht wahr? Selbst die Kleidung ihres Malers ist ihr ungemein wichtig. Aber dank ihrer Begeisterung gewinnen wir auch mehr Zeit in Ulmor. Das gibt dir die Gelegenheit, die Stadt weiter zu durchkämmen. Hier oben hast du inzwischen viel gesehen, aber dem Rest der Stadt kannst du sicherlich auch noch so einige interessante Informationen entlocken. Warum siehst du dich nicht einmal im Hauptquartier der Armee um? Es sollte sich ein Stockwerk weiter unten befinden, wenn ich mich recht erinnere. Klar, Chefe, bin unterwegs. Abwärts. Nicht hier. Abwärts? Ja. Abwärts. Also ich hätte ja aus dem Turm springen können. Das wäre auch ein Abwärts gewesen. Aber eher ein brutales. Das hätte man lieber gelassen. Da hätte ich ja gar nicht den Ätheriten annehmen müssen. Aber hey, wusste ich nicht mehr. Aha. Alter, mit wem soll ich denn hier quatschen? Juhu. Sicher mit jedem im Knast, oder? Kann. Hi. Wer bist du denn? Etwa auch eine Abendete ohne Arbeit? Dann musst du mir helfen, bitte. Ich bin eigentlich eine Sängerin, aber seit kurzem ist irgendetwas mit meiner Kehle und ich kann nicht mehr singen. Bislang konnte ich mich mit Ausreden durchschlagen, aber lange komme ich damit nicht mehr durch. Wenn mein Herr das herausfindet, bin ich erledigt. Bitte, so weit darf es einfach nicht kommen.
Du kannst meine Situation verstehen, richtig? Ich bitte dich, du musst für mich nach Frackstadt gehen. Dort lebt ein Apotheker namens Doarich. Hier, nimm diesen Zettel, auf dem stehen alle meine Symptome. Und dieses Meol hier, tausch das gegen Medizin, ich flehe dich an. Klar. Natürlich. Warum geht ihr nicht selber? Aber ja, ich bin ja der Bote, Briefträger, Leibwache, Held. Echte. Fürchterlich. Aber wir sind halt so gutmütig, also machen wir es natürlich. Im Endeffekt auch ein kleiner Vorteil. Ich kann jetzt den Ätheriter und dann nehmen. Servus, ciao, bin gleich wieder da. Uiuiuiuiui. Hier schaut es aber nicht mehr so geil aus. Ein bisschen müffeln tut es ja auch. Ja, ist gar ein bisschen viel. Uiuiuiuiuiui. Also irgendwie ist der Anblick ein bisschen falsch. Katastrophe, hässlich, pui, bäh. Oh Gott, ey. Yo, du Arich. Aha. Was ist? Brauchst du Medizin? Ja, mehr oder weniger. Zeig mal den Zettel. Etwas für eine grazige Stimme, ja? Oh, das tut mir aber leid. Da hilft keine Medizin der Welt. Das wird wohl eine Wucherung sein. Direkt in der Kehle wächst die. Jawohl. Rausschneiden könnte man sie ja. Mit einem scharfen Messer. Aber ob das das Vögelchen wieder zwitschern lässt? Wohl eher nicht. Wie bedauerlich. Werden sie das Mädchen wohl herauswerfen? Oder verschwindet sie wie alle anderen? Geil, was verkauft. Yeah! Nein, sag nicht, du hörst das zum ersten Mal. Wie spaßig. Aber glauben kannst du's mir. Viele Leute kommen in die Stadt. Einige gehen sogar über Leichen, um reinzukommen. Ironisch, weil Leichen kommen nie raus. Manchmal kommt von ganz oben jemand blumps ins Meer gefallen. Aber meistens verschwinden die Unerwünschten einfach. Wohin? Wer weiß. So ist das in dieser Stadt. Spannend, nicht? Ich habe schon lange aufgegeben, da hineinzukommen. Früher wollte ich's mal, aber jetzt? Ich bin mit dem Krummen zufrieden, die ich hier kriege. Lieber vom Abfall leben, als Abfall zu enden. Was? Also dann, das war's wohl. Du hast eine Diagnose erhalten und ich bekomme dafür das Meol. Tjo, schaut für den Mädel nicht so gut aus. Ich glaub da lang. Yep. Gleich wirst mehr holen, Mädel. Hast du die Medizin für mich bekommen? Ich hab ein Messer. Nein. Oh nein. Wenn ich meine Stimme wirklich verloren habe. Mein Goldkehlchen, da bist du ja. Überall habe ich nach dir gesucht. Warum in aller Welt sitzt du hier und schluchzt? Und was meinst du damit? Stimme verloren? Herr, ich... Also...
So ist das also. Probleme mit deiner Kehle, ja? Es tut mir ehrlich leid, dass mir das nicht selbst aufgefallen ist. Aber bitte, sorge dich doch nicht. Mein Goldkehlchen gebe ich natürlich nicht einfach weg. Selbst wenn du nicht mehr für mich singen kannst. Wirklich? Oh ja, aber was habe ich für einen Nutzen, wenn ich nicht mehr singen kann? Irgendwann wird man meiner doch sicher leid. Ich fürchte mich, wenn ich ehrlich bin. Dann bitten wir Lord Wardrey doch, dich in den Himmel zu tragen. Dort gibt es kein Leid und keine Krankheit. Deine Stimme kehrt auch zurück und du kannst nach Herzenslust singen, ohne dir Sorgen machen zu müssen. Allerdings wird es dort so wunderbar sein, dass du wohl gar nicht mehr für mich singen wollen willst. Das könnt ihr doch unmöglich ernst meinen, oder? Selbstverständlich, wenn es dir deine wunderschöne Singstimme zurückgibt, dann warte ich jetzt schon gebannt auf den Tag, an dem du in den Himmel getragen wirst. Was sagst du? In den Himmel getragen? Was? Das klingt extrem fragwürdig. Zu direkt ist glaube ich auch nicht so gut, also ersteres. Ah, du bist vielleicht eine neue Bürgerin und weißt gar nicht, worüber wir reden. Dann lass mich erklären. Wie ihr Name schon verrät, fressen die Sündenverdilger schlechte Männer, Frauen und Kinder. Aber die Seelen von Unschuldigen tragen sie fort, von dieser zerstörten Welt und hinauf in das wahre, das himmlische Paradies. Das wurde uns dank Lord Wardrey klar. Seine Untertanen, die Bürger von Ulmor, werden alle auf diese Art und Weise errettet werden. Daher genießen wir unser Leben hier in vollsten Zügen der Erlösung mit Freude und Vergnügen entgegenblickend. Selbst die Seelen der Arbeitenden können in Borg getragen werden, wenn sie die Erlaubnis ihres Herrn haben. Lord Wardrey ist für uns ein wahres Licht der Hoffnung. Gut, dann wollen wir mal, Und dir, die du meinem Goldkehlchen in ihrer Not zur Seite standest, wünsche ich auch eine baldige Erlösung. Also, ich glaube, ich will nicht erlöst werden. Das ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die haben... Bisschen einer der Klatsche. Aber hey. Jeder hat ein bisschen Dachschaden. Die halt etwas mehr. Okay, etwas viel mehr. Aber gut. So. Beißende Nase ist wieder am Stiesel. Das heißt, es kann heute nur gut werden. Abbiegen. Uiuiuiui. Oh Gott, Alfino. Was malerst du? Aha. Ich glaube, das ist ein bisschen zu ehrlich, Alfino. Das könnte nach hinten losgehen, Ich will nicht runterhüpfen, nur dass du es weißt, der Alfino, nur dass es klar ist. Hey! Alter, ich sehe nichts, du bist nur zu fett. Du bist wohlbehalten zurück, wie schön. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Ich habe mit der groben Skizze für das Porträt begonnen, aber im Moment scheinen sich unsere Eheleute nicht sonderlich dafür zu interessieren. Also, was hast du herausgefunden? Lord Wardrey hat Freundschaft mit den Sündenverdilgern geschlossen, deswegen stehen die Bürger so felsenfest hinter ihm.
Aber dass sie die Seelen von Ulmoas Bewohner in den Himmel tragen, das könnte irgendwie mit den Zusammenhängen, was dieser Doreach gesagt hat. Viele Leute betreten Ulmoa, aber keiner kommt wieder heraus. Ah. Die sind alle... Die Gnade des erleuchteten Erlösers. Ah, eine Unterredung mit deiner Assistentin? Dann macht das Bild also Fortschritte. Was ist das denn? Was hat das zu bedeuten, dass wir sehen hier aus wie immer? Deswegen heuern wir doch einen Maler an, damit er uns ein Bild malt, voller Eleganz und Luxus und Grazie. Nicht einfach nur den ganz normalen Alltag. Aber werter Herr, dieses Porträt ist doch für eure Hochzeitstag bestimmt, oder nicht? Deswegen zelebriert es den innigen, mit Liebe gefüllten Alltag, den ihr miteinander teilt. Unseren Alltag? Als würden wir den auf einem Gemälde sehen wollen. Nein, wir wollen Schönheit und Prunk, bitte sehr. Also ändere dein Werk dementsprechend. Was war das? Es kam von oben, oder? Meine Damen und Herren, wir bitten um Aufmerksamkeit. Etwas ganz Furchtbares ist geschehen. Ein Schurke wurde entdeckt, der die Harmonie unserer schönen Stadt zu stören droht. Aber kein Grund zur Sorge. Unser erlauchter Erlöser hat den Störenfried schon gestellt. Oh ja. Lord Wardry schwingt den eisernen Hammer der Gerechtigkeit, um unsere Stadt zu schützen. Wohnt dem Spektakel bei, Bürgerinnen und Bürger, und versammelt euch im Audienzsaal. Ein Störenfried? Oh nein, wie furchterregend! Was können wir erwarten? Wird der Mann bestraft werden? Genau! Seht es euch ruhig an, wenn es euch interessiert. Der Audienzsaal ist eine Etage höher, im himmlischen Wipfel. Normalerweise ist der Zutritt nicht gestattet, mit Ausnahme wie dieser hier. Sprecht einfach mit dem Galgent vor dem Baumkronenaufzug. Er wird euch durchlassen. Wir sollten uns das ansehen. Uiuiuiui. Du bist aber auch ganz schön rund. Falsche Richtung. Ich muss da lang. Oder? Ja. Na, willst du auch zusehen? Yep. Das ist Warthry, der Herrscher von Ulmoa. Das sind Sündenvertilger. Aber warum sind sie so zahm? Das ist doch...
den 12. Kai Schirr. Was soll das? Was habt ihr hier so rein zu platzen? Lord Worthry, was geht hier vor sich? Warum quält ihr diesen Jungen? Warum? Weil Sünden nun mal bestraft gehören. Er hat uns angelogen. Gute Geschäfte hat er uns versprochen. Aber je mehr wir ihn durchschütteln, desto weniger kommt aus ihm raus. Yulmore ist eine Stadt, die auf gegenseitiger Unterstützung basiert. Eine Stadt der Liebe. Doch dieser Nichtsnutz will nur haben, haben, haben. Obwohl er nichts zu geben hat. Und deswegen habe ich befohlen, dass er als Strafe für seine Lügen die Stadt auf dem Luftweg verlassen wird. Und dann fing er an zu weinen. Verzeiht mir, verzeiht mir. Also habe ich ihm in meiner grenzenlosen Güte gestattet, seine Aufrichtigkeit auf andere Weise unter Beweis zu stellen. Was ist hier passiert? Unsere lieben Freunde, die Sündenvertilger, brauchen den Äther, aus dem die Körper aller Lebewesen bestehen. Er ist ihr Lebenssaft. Gib ihm dein Fleisch. Schneid es aus deinem Körper und gib ihm dein Fleisch, auf dass er deine Sünde tilge. Das habe ich mit ihm gemacht. Aber der Nichtsnutz hat es nicht fertiggebracht. Er will nur haben, aber geben kann er nicht. Der Junge mag seine Verfehlungen haben, aber er hat diese Stadt bewundert. Und was machen die Bürger von Yulmore? Sie danken es ihm mit Pein und Demütigung. Was für ein lästiger Knirps. Glaubst du, so ein Paradies wie diese Stadt errichtet sich von selbst? Nein. Dazu bedarf es Stabilität, Sicherheit und einer eisernen Hand der Disziplin. Das kann nur jemand bieten, der die Sündenvertilger in Schach hält. Ich. Ich habe hier das Sagen. Ich entscheide. Wer das nicht versteht, ist ein Feind unserer Ordnung und muss bekämpft werden. Sei die Verfehlung auch noch so klein. Ein schönes Paradies ist das. Sag mal, wie bist du eigentlich hier reingekommen? Wofür hat man dich auserwählt? Ich soll ein Bild malen. Aha, ein Maler. Warum malst du dann nicht ein Bild von mir? Wenn es mir gefällt, werde ich dir deine Verfehlung verzeihen. Vielleicht lasse ich dich sogar in Yulmore wohnen. Was machst du da? Ich hab dir befohlen, ein Bild zu malen. Du brauchst kein Bild. Du brauchst einen Spiegel.
damit du einen langen, langen Blick auf deine hässliche Seele werfen kannst. Du Fettwanst! Kannst du gehen? Wie hat er mich genannt? Einen Sch... Einen Sch... Das verzeih ich ihm nie! Ich mache ihn zu meinem Sklaven! Nein, beide! Ich werde sie quälen! Langsam und schmerzvoll sollen sie sterben! Alter, was für ein Schauspiel. Naja. Okay. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.